Martinez sogar mal vorne mit dabei. Ah, und jetzt gibt es immerhin mal einen Eckball. Und wir haben jetzt in der ersten Halbzeit der Verlängerung noch knapp 2 Minuten. Schauen. Nee, Handspiel war da nichts. Bisschen unorthodox von Sevilla geklärt. Das war ein bisschen, sah ein bisschen komisch aus. Aber naja, gut, Hauptsache der Ball ist weg vom Tor. Und Kimmich tritt jetzt die Ecke über die rechte Seite. Oh, und jetzt alle einmal Daumen drücken für Javi Martinez, dass er jetzt mal so richtig einen auspackt. Einen richtig schönen Hammerkopfball. Ah, der kommt auf jeden Fall hoch rein, aber Martinez kommt nicht ganz ran. Aber dafür Alaba vom 16-Meter-Raum und jetzt Martinez, oder? Ich glaube, Martinez hat ihn gemacht. Ich glaube, Martinez hat ihn gemacht. Mega. Unfassbar. Alaba bringt den zweiten Ball auf den Torhüter, der kann ihn abwehren. Aber köpft ihn, bringt ihn auf Martinez Kopf und Martinez köpft ihn rein. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Martinez kommt in der, weiß ich nicht, 98. Minute und haut das Ding per Kopf rein. Geil. Hier nochmal Alaba. Der Torhüter kann ihn nur so nach vorne klatschen. Und ja, klatscht ihn aber auf den Kopf von Martinez, der hier das 2:1 per Kopf erzielt. Oh, mega geil. Mega geil. Javi Martinez, bester Mann. Bester Mann. Mega stark. Den hat er schön reingeköpft. Und da freut er sich. Und guckt einmal nach oben, als wenn er dem lieben Gott Danke sagen möchte. Ja. Das stimmt, ja. Hätte man eigentlich direkt drauf wetten müssen, ey. Aber das hätte wahrscheinlich nur schlechtes Karma gebracht. Javi Martinez entscheidet die Partie hier. War schon mutmaßlich, mutmaßlich. Mega krass. Freue ich mich mega für ihn. Ja, du bringst uns zu viel Glück, ja. Schlimm. Aber es ist immerhin eine nette Konversation, ja. Ein guter Mix aus, wir kommentieren ein bisschen, was im Spiel passiert und wir reden über interessante Themen. Finde ich gut. Javi Martinez, geile Nummer. Richtig geile Nummer.